heute ist der erste Advent, also euch allen einen wunderschönen ersten Advent und es gibt das zweite Gewinnspiel. Letzte Woche gab es ja schon eins, was nur noch bis heute ging. Am Ende des Videos geht es auch noch darum, wer gewonnen hat. Und heute gibt es nochmal Gewinne, die noch ein bisschen cooler sind als die Sachen von letzter Woche. Dazu kommen wir gleich. Bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr am Ende erfahrt, wie ihr denn gewinnen könnt. Und dann geht's los, dass ich euch mal zeige, was ihr alles Cooles gewinnen könnt. Der größte Gewinn in den drei Gewinnpaketen wird jeweils ein X17 Notizbuch sein. Und wenn ihr euch das mal genauer angucken wollt, verlinke ich euch hier noch ein Video, wie denn meins aussieht, was ich sehr, sehr liebe. Letztendlich sind es solche Notizbuchhüllen, wo dann in eurem Fall 4 Notizbücher drin befestigt werden können. Und ich habe mich jetzt für euch hier für gepunktetes Papier entschieden, damit ihr das auch als Bullet Journal zum Beispiel nutzen könnt oder halt einen Kalender noch mit reinmachen könnt, wie ihr möchtet. Und das rote hier ist aus Echtleder und fühlt sich richtig gut an. Und die anderen beiden, also das schwarze und das graue, sind aus veganem Material und sind auch wirklich super schön. Dazu gibt es dann noch so kleine Taschen, die ihr dann mit reinmachen könnt, um kleine Zettel aufzubewahren. Dann jeweils eine Tasche noch dazu und noch ja, Kleinkram wie Lesezeichen und auch Bänder, um die Notizbücher zu schließen. Dann gibt es von Edding noch unterschiedliche Stiftepakete dazu. Einmal solche Brushpens, Gel-Liner in unterschiedlichen Farben oder diese ja, dickeren weihnachtlichen Stifte. Dann gibt es noch Stifte von Go Volunteer, die im Rahmen der So buntes Deutschland-Kampagne unterschiedliche Hautfarbenstifte quasi herausgebracht haben. Also sie revolutionieren so ein bisschen das Schweinchenrosa, was wir aus Kindheitstagen kennen. Und da gibt es so Stiftepakete, die einfach einen Denkanstoß für mehr Vielfalt geben. Und ich finde das eine total coole, unterstützenswerte Sache und werde euch die Website auch nochmal in der Infobox verlinken. Und dann gibt es noch so Karten. Ich habe euch die eine mal ausgepackt, um es euch zu zeigen. Und ja, das sind solche Klappkarten, die wirklich sehr aufwendig und sehr schön gestaltet sind. Und da gibt es jeweils eine Karte noch mit dazu. Und aus all den Sachen habe ich dann diese drei Pakete gemacht und schreibt unbedingt in euren Beitrag dann mit rein, welche Farbe ihr am schönsten findet. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Also, ich habe mir mal ein bisschen was ausgedacht, denn ich möchte euch ein bisschen challengen. Und zwar hat es den Hintergrund, dass ich immer wieder mitkriege, dass Leute kreativ sind, dass ganz viel coole Sachen machen, aber sich nicht trauen, das mal anderen Leuten zu zeigen oder nicht dahinter stehen und immer das Gefühl haben, oh, das ist ja nicht schön genug, um es mal irgendwie zu zeigen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, wenn ihr auf Instagram oder auf Facebook ein Foto hochladet mit entweder einer Sache, die ihr von mir nachgebastelt habt aus meinen Videos oder einer Sache, in der ihr in irgendeiner anderen Art und Weise kreativ geworden seid, was gebastelt habt oder es ein kreatives Foto einfach ist, also irgendeine Sache, die für euch mit Kreativität zu tun hat. Und dann schreibt ihr unter dieses Foto einmal, dass ihr mit diesem Beitrag halt an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dass ich das weiß. Dann schreibt ihr drunter, warum das jetzt was Kreatives für euch ist. Einfach damit man ja, das so versteht. Und dann verlinkt ihr mich auf jeden Fall noch und benutzt den Hashtag, den ich hier euch einblende, damit ich es auch einfach finde. Also diese 4 Sachen solltet ihr auf jeden Fall dazu schreiben zu dem Bild. Ansonsten kommt es überhaupt nicht drauf an, ob euer Bild jetzt perfekt ist oder nicht perfekt. Es geht einfach nur darum, dass ich euch einen kleinen Anreiz gebe, mal so aus der Komfortzone herauszutreten und dafür einzustehen, dass ihr coole, kreative Sachen macht. Und selbst wenn die Sachen nicht wirklich perfekt oder irgendwas ist, es ist immer cool, irgendwas selbst gemacht zu haben, auch wenn es nicht am Ende gekauft aussieht. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Genau, das sind die Sachen, die ihr machen müsst. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und als Belohnung gibt es dann quasi die 3 richtig coolen Pakete zu gewinnen. Und ich glaube, die Gewinnchancen sind bei dem Gewinnspiel jetzt auch relativ hoch, weil wir halt 3 Pakete haben zum Verlosen und weil die Aufgabe ein bisschen ja, komplizierter ist, dass nicht alle so mitmachen wie bei manch anderen Gewinnspielen. An der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an die unzähligen Kommentare zu dem Gewinnspiel von letzter Woche. Ich
konnte leider nicht alle beantworten, weil es so unglaublich viele sind. Aber ich habe alle gelesen und habe mich tierisch gefreut über euer ganzes Feedback. Das fand ich ziemlich cool. Die Gewinner von letzter Woche, die werden ganz oben in der Infobox stehen. Also guckt da auf jeden Fall rein, wenn ihr letzte Woche mitgemacht habt, dass ihr dann nicht verpasst, dass ihr gewonnen habt. Und das jetzige Gewinnspiel wird ganze 2 Wochen gehen, einfach damit ihr ein bisschen Zeit habt, auch noch kreativ zu werden und davon ein Foto zu machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder noch nicht wisst, was ihr da vielleicht hochladen könntet, dass ihr einfach mehr Zeit habt zum Überlegen. Habt ihr 2 Wochen dafür Zeit und am 3. Advent wird es dann ein Video geben, in dem ich dann die Gewinner auslose bzw. bekannt gebe, wer dann gewonnen hat und wer sich über eins der 3 Päckchen freuen kann. Und dann werden wir ganz schnell Adressen austauschen und dann sind die Pakete hoffentlich noch zu Weihnachten rechtzeitig bei euch. Und ja, ich freue mich total, das an euch verlosen zu können, weil ich ja auch ein großer Fan von diesen X17 Notizbüchern bin und einfach, weil auch viele von euch, die den DIY-Kalender von mir gekauft haben, gerne auch diese Traveler's Notebooks nutzen, also diese Hüllen, wo man einzelne Hefte reintun kann oder einzelne, ja, kleinere Notizbücher reinmachen kann, so wie halt das X17 auch aufgebaut ist. Das heißt, das X17 und mein DIY-Kalender passen total gut zusammen für die Leute, die nicht selber ein Hardcover basteln wollen nach meinen Anleitungen. Das geht natürlich auch. Aber gerade für die, die den Kalender schon zu Hause haben oder die den noch kaufen wollen, für die ist es eine richtig coole Sache, dann vielleicht noch dieses X17 Notizbuch bzw. Kalender dann dazu zu haben. Also für alle diejenigen, die vielleicht noch für Weihnachten was von X17 kaufen wollten, vielleicht wartet ihr noch 2 Wochen, ob ihr vielleicht gewinnt bei dem Gewinnspiel. Und ich freue mich total, das jetzt mit euch teilen zu können und wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!